Hi, liebe Pinky Cloudchen. Das hier ist mein Contest-Beitrag für dich. Ich fand das Thema super, super schön, weil man kann einfach so viel daraus zaubern. Und ich habe das hier daraus gezaubert. Hier guckt eine Strähne raus. Ja, ich finde einfach den Frühling super schön. Ich finde es toll, wenn die Blumen anfangen zu wachsen und lebendig zu werden. Und ich finde am schönsten solch farbene Blumen. Also zum Beispiel finde ich auch total toll Orchideen. Und ja, das ist mein gezauberter Look. Ich hoffe, er gefällt dir natürlich. Und jetzt gleich im Anschluss erkläre ich dir ein bisschen was darüber und dann kommen noch ein paar Fotos. Ja, dann ganz viel Spaß damit. Muah. Als erstes habe ich hier diese Blumenkette an meinen Kopf gepinnt mit Bobbypins und habe meinen Zopf geflochten. Dann habe ich eine Blume abgeschnitten, eine Blüte weggeschnitten, also ein so ein Blütenblatt und habe sie eben hier an mein Auge geklebt. Ich hoffe, du kannst das jetzt erkennen. Das sind Dekotropfen und hier unten sind noch rot-weiß-rote Pailletten und dann das Augen-Make-up ist rot gehalten, beziehungsweise ein Lachston und weiß gehalten. Dann habe ich hier unten nichts Schwarzes oder Dunkles benutzt, weil es soll ja ein Frühlingslook sein und es wirkt immer frisch und munter und sehr hell. Finde ich immer frischer als natürlich eine dunkle Farbe. Dann habe ich ein bisschen mehr Blush als sonst so genommen und habe es eben hier runtergezogen, damit es einfach ein bisschen ja, verjüngt und frisch aussieht auch, weil Blush sieht ja so oder so immer ein bisschen, macht einfach den Teint frischer. Und ja, dann habe ich noch Wimperntusche benutzt. Ach so, und auf den Lippen trage ich auch einen passenden Farbton. Ja, jetzt komme ich mal zu den ganzen Produkten, die ich benutzt habe. Und zwar, ich mache es jetzt mal ein bisschen wild durcheinander. Pailletten natürlich, dann Dekotropfen, dann habe ich diesen Blush hier benutzt von Nivea, das ist dieser Special Edition Blush, also dieser, da steht bei Chantal Thomas, kann das sein, ja. Und zwar ist es so ein total krasses, schönes Pink. Dann habe ich benutzt den Kohle Kajal von Manhattan, den weißen, weil der immer ganz schön, finde ich, ja, einfach ganz schön aufträgt, sich auftragen lässt, so. Und die Deckkraft auch extrem ist. Dann habe ich benutzt von Catrice diesen tollen Lachston. Und zwar heißt der Lobster 310. So. Das ist eine wunderschöne Farbe, finde ich. So kann man sie gut erkennen, ja, genau so ist sie. Und dann habe ich benutzt von Essence, von dieser Black and White LE, der White Hype 02. So, es ist ein wunderschön pigmentiertes Weiß, finde ich. Und das habe ich auch benutzt. Dann habe ich ein wenig von, wo ist der Deckel? Naja gut, von dem P2 Universe Eyeshadows hier von diesen gebackenen, in diesem pinken Turm benutzt. Und zwar sieht es so aus, es schimmert total schön und ist so ein bisschen Weiß mit drin enthalten. Das ist die Farbe 080. Könnt ihr bestimmt nicht erkennen. Die habe ich noch ein bisschen oben drauf gepackt. Grundiert habe ich mit einem weißen Jumbo-Kajal von Rival de Loup, der aber eigentlich nur ein bisschen schimmert. Dann habe ich natürlich meine Eyeshadow Base benutzt von P2. Auf den Nägeln trage ich aus der aktuellen Rival de Loup LE diesen pinken Ton. Da gibt es ja nicht viel, da gibt es ja eigentlich, glaube ich, nur den und den schwarzen, genau. Also den trage ich. Dann habe ich natürlich meinen Glitzerkleber benutzt wieder, oder Glitterkleber, dieses, ja. Achso, dann habe ich noch einen Blush benutzt, und zwar erst den Nivea, und dann habe ich den von Alverde, diesen Mineralrouge, diesen richtig krassen Rotton benutzt, in der Bezeichnung 02 Cherry. Habe ich jetzt alles gezeigt? Ich glaube schon. Achso, ja, und natürlich einen ganz normalen Mascara habe ich benutzt. Ach so, genau. Und dann auf den Lippen habe ich als Schimmer, damit es so ein Schimmereffekt ist, könnt ihr gut in der Kamera sehen, hier und hier oben schimmert es ja total. Da habe ich auch nochmal den Essence Lidschatten drauf gemacht, weil ja, könnt ihr es erkennen, ich glaube schon. Damit es halt diesen Schimmereffekt gibt, das war's. Das ist mein fertiger Look. Ich kann dir den jetzt nochmal ein bisschen in Nahaufnahmen zeigen und ich hoffe, er gefällt dir und noch viel Spaß bei deinem Contest. Ciao, ciao.